Ja, also diese ganze Streiterei mit den Ringchenmaßen, die wollte ich euch eigentlich ersparen. Aber ich wollte gerne so einen historischen Überblick geben, wie das angefangen hat und warum das alles so schwer lief, gerade im deutschsprachigen Raum. Und wo dann irgendwo so, also die meisten Konflikte sind da, glaube ich, im Kopf. Ja, die gibt es so in Wirklichkeit manchmal nicht. Es sind bei der Entwicklung, also einmal aus den hohlen Bäumen heraus, mehr oder weniger dann diese Art Blätterstöcke entstanden, sage ich mal so. Werden wir noch sehen, wo die auch der Meinung waren, das Flugloch muss auf eine bestimmte Weise sein oder es muss immer Warmbau sein oder sowas. Das kommt eigentlich aus dem Denken der Zeitlerei. Ne? Das war im Baum und die Klotzbeuten, das sind Baumstämme, die dann an die Wohnungen geholt wurden. Und es gab dann später, gerade auch in Süddeutschland und in Amerika, Nordamerika, diese Bohlen oder Kisten oder Brettbäume. Die Korbimkerei, die lief eigentlich anders, weil man diese Strohbeuten konnte man natürlich gestalten und das war immer warmhaltig. Also dieses Stroh war halt eine Sache, wo man etwas mehr Honig rausholen konnte. Man hatte eine Energieersparnis beim Bienenvolk, einmal im Sommer und einmal in der Überwinterung. Und diese Untersuchungen wurden ja noch zur Entwicklung der Segeberger Beute gemacht, wo dann gegenüber einer nicht isolierten Beute, einer dünnwandigen Beute, wurde ja ganz klar dargestellt, dass man 2,5 Kilo erntbaren Honig im Sommer weniger hat und etwa 2,5 Kilo mehr für die Überwinterung aufwenden muss. Aber das war ja auch in Deutschland. Die haben die Entwicklung dieser Magazine, die in Nordamerika ja stattgefunden hat, überhaupt nicht richtig verinnerlicht. Wir kommen ja jetzt erst dahin zu dem, was da 1865 entwickelt worden ist in Deutschland. Und teilweise in Amerika auch wieder. Teilweise haben wir ja hier irgendwelche deutschen Verrückten, die den Indianern das Bogenschießen wieder beibringen. Es ist halt so. Und hier für die süddeutschen Kollegen, wir sagten vorhin, einige im Binnenort würden sie auch gerne imkern wollen. In Süddeutschland war dieser alemannische Drehrumpf üblich, da hat man den Honig im Frühjahr rausgeschnitten. Das ist auch eine ganz elegante Art und Weise, die Bienen zu halten, wo das dann etwas runtergedrängt ist und die Traube sich auf längeren Waben nach vorne hin bewegen muss und an der Seite und im hinteren Bereich den Honig speichert. Also dazu jeder Form und Gegend gehört oft auch immer eine Betriebsweise. Also sehr empfehlen kann ich das Buch von Rothe, 1840, hat jemand da aus dem Schwabenland geschrieben, da wo ich geboren bin, und der schreibt fast so, wie ich hier vortrage. Also es macht Spaß zu lesen. Für die, die mit den Körben probieren wollen. Ne? Ja, also es war Anfang halt unter Dach. Das war nicht immer im Haus, sondern es gab zuerst so Beutenstapel, die einer Klotzbeute nachempfunden wurden. Ne? Und aus diesen Stapeln wurden dann mehrere Stapel und dann wurden Bienenhäuser oder Bienenpavillons. Ne? Und unter Dach mussten auch immer die Strohkörbe. Und der Herr Zitzon, der hatte einen sehr großen Einfluss auf die Imkerei in Europa. Ja, der hat die Leute mit Aufgaben und Ideen versorgt. Man sieht ihn jetzt nur auf Fotos als alten Mann. Da hat er nicht mehr viel gemacht, außer seinen Garten gepflegt und seine Bienen gehalten. Aber in den Zeiten davor haben die Imker, die ihre Familien hier mit der Imkerei versorgen mussten, die haben immer Pilgerfahrten dahin gemacht. Und dieses Zürzonisieren, das bedeutete einfach, dass man entweder bewegliche Oberträger oder bewegliche Rähmchen einsetzt und die ganzen Bienenbehausungen umbaut, dass man zu einem beweglichen Wabenbau kommt, dass man das Wabenwerk mobilisiert. Also
also er ist natürlich im deutschsprachigen Raum unbeliebt, weil er hat es gab mal so 1800, ich weiß nicht genau, 52, 55 oder was, da kamen zwei italienische Königinnen aus Italien nach Niedersachsen. Und eine davon ging zu Herrn Zirzon. Also vor dem Kriege und im Weltkriege und zur Nazi-Zeit war das Rassenproblem bei den Wienern nicht da, aber nach dem Krieg, ne, da avancierten einige Leute zu solchen Fanatikern, wo Körperausprägungen plötzlich eine Rolle spielt, die es in der freien Natur vorher gar nicht so gegeben hat. Ja, zanken sich ja einige heute noch. Also wir können auch bessere Sachen miteinander machen, als uns immer zu zanken. Es gibt viele alte Darstellungen und das Magazin ist schon da. Es ist schon lange da. Bewegliche Waben gab es schon immer. Die Griechen haben schon zu Aristoteles Zeiten mit beweglichen Waben Werke im Gott. Aristoteles hat genau beschrieben, wie das funktioniert im Bienenvolk. Aristoteles hat meine Vollwurzsanierung quasi ausprobiert und propagiert. Und das ist lange her, Leute. Ja. Das ist sehr lange. Ich mache eigentlich nichts anderes. Also gut, ich mache den Kunstschwamm nicht mehr in ein Erdloch und stelle den sauberen Kasten wieder oben drauf. Nein, wir haben Kunstschwamm. Aber ansonsten ist es alles das, genau das gleiche Muster. Es gibt nicht so viel Neues. Aber wenn ich was verkaufen will, dann muss ich draufschreiben, jetzt, heute, neu. Ist 200 Jahre alt manchmal. Manchmal 2000. Ist nicht so bequem in Bäumen zu imkern. Ne? Also, geht immer gut, solange man nicht runterfällt. Es müssen mehrere Stricke reißen. Es ist wieder eine Kunst, es kommt wieder auf. Sie können wieder... Bei uns in Niedersachsen können Sie Bäume aushöhlen und einen Lehrgang machen und Leute, andere verrückte Leute treffen. Und die helfen Ihnen auch mit der Motorsäge. Sehr. Was wir noch nicht wieder können, ist Bären fangen. Wölfe können wir schon wieder, dürfen wir aber nicht. Aber wenn die Bären kommen, also die Wölfe sind mir relativ egal, wollen die sich da streiten oder auch nicht. Aber Bären und ich, Imker, das geht nicht. Also ich war 2 Jahre in Kanada, ne? Ich weiß, wie man das macht. Man darf man nicht. Darf man da eigentlich auch nicht. In Osteuropa, also hier ein Imkerkollege Klaus Beberung, falls Sie den kennen, auch so ein Imker zwischen 20 und 2000 Bienenvölker, der hat seine polnischen Praktikanten zurückgefahren nach Polen und ist dann ein Stück weiter gefahren in russisches Gebiet. Da sind keine Grenzkontrollen mehr, da sind auch keine Straßen mehr. Und der hat da tatsächlich so einen Imker, der in hohen Bäumen imkert, ausfindig gemacht in so einem Ort. Leider zu seinem Schrecken, die Bienen waren alle tot. Varroa wusste der natürlich nicht, der ist da abgeschnitten. Der hat da keine Ahnung von Varroa, die Kästen sind leer. Also die Baumbeutel sind leer, aber er fängt jedes Jahr 2-3 Bären. Er versorgt eigentlich das ganze Dorf finanziell, weil die haben auch keinen Laden da, sind 80 Kilometer außerhalb, aber der verkauft Bärenblasen an die Japaner. Und dann bringt so ein Teil 30.000 Euro. Und immer noch so. Also er hat hier unten diese Spießer und eine Kuhle. Und da oben diesen Okolyten von Baumstamm, das ist nicht, also das wischt der Bär nur weg. Der Baumstamm fällt ihm dann auf den Kopf. Und dann landet der hier unten in den Spießen. Und dann ist es immer sehr ärgerlich, wenn die Urinblase durchbohrt ist. Dann kriegt er keine 30.000 Euro mehr. Also Imkerei ist, ich sollte ja früher nicht Imker werden. Also mein Vater hat gesagt, mach ruhig, ich habe einen Scheißjob in der Industrie. Ich wollte eigentlich bei Telefunken in Zelle anfangen. Und ich habe dann, weil mein Lehrer so komisch war, der hat gesagt, du entweder machst du das mit Natur oder gehst in den Zoo, aber das haut nicht hin. Und dann habe ich ein Praktikum am Bieneninstitut in Zelle gemacht und die haben gesagt, ich soll mich unbedingt bewerben. Und der damalige Imkermeister hat mir schon genau meinen Werdegang vorgerechnet und im Nachhinein muss ich sagen, das hat er leider recht gehabt. Und es ist immer spannend geblieben. Es war nie langweilig.
es gibt immer neue Sachen zu entdecken. Hier, auch aus diesen Klotzbeuten, das ist ein Fluglochkeil. Da erkennen Sie noch richtig, dass das ein Keil ist. Heute sagen wir Fluglochkeil dazu, es ist aber gar keiner mehr. Also, da sehen Sie mal, wie lange sich was in der Imkerschaft hält. Ne? Und wie wichtig das ist, die richtige Wortwahl zu finden. Also wenn ich in der Beratung telefonisch andere Imker habe, wenn die mir da was von Futterkasten oder so erzählen, dann muss ich immer dreimal nachfragen, weil die können es nicht benennen, was sie meinen. Ist es denn jetzt eine Leerzeile, steht da ein Eimer drin oder ist es ein richtiger Futteraufsatz? Muss ich immer dreimal nachfragen, sonst klappt die Beratung nicht und es ist eh schon. Also ich habe dadurch so einen Arzt beraten und der sagte, keine Diagnose am Telefon und mit angezogener Hose. Und den Fluglochkeil braucht man im Winter, um das einzuengen, damit die Bienen nicht von den Mäusen gefressen werden. Na? Und es gab auch richtige Anleitungen. Also diese ist glaube ich für 1918, die habe ich noch irgendwo ausfindig gemacht. Das ist nur eine Anleitung für den Betrieb einer Klotzbeute, damit man damals dem Honigkunden die Lebensart der Bienen besser vermitteln kann. Also die waren weit voraus. Also man hat damals schon viel unternommen, um das mit der Vermarktung hinzukriegen. Also oben war ein Lattenrost drauf mit dem richtigen Abstand, wo die Bienen ihre Waben dran bauen mussten. Hier sieht man das. Dieser obere Raum war als Futterkammer. Da kam auch ein bisschen Isolierung rein. Also teilweise kennen Sie sowas. Wir hatten genau so eine Kiste immer an der Mauer am Bieneninstitut stehen, eben für die Zwecke, den Leuten was zeigen zu können. Aber dafür haben wir irgendwie kein Personal. Und auch keine Leute, die sich auskennen. Das sind diese Breckbeuten, sowas finden Sie noch bei Karl Pfefferle im Bienenmuseum. Ne, das sind also einfach nur hohle Bretter und man musste die Bienen dann oben runterjagen, dass man an den Honig kam. Oder in dem Fall, es gab auch diese typischen Klotzbeuten, das können Sie gut in dem Buch von Anton Janscher nachlesen. Also die hatten immer einen Honigraum. Und es wurden Völker ausgesucht, die stark genug waren für eine Honigernte, sonst hat man damit keinen Honig geerntet. Die wurden dann zur Vermehrung benutzt. Also, und die wurden auch manchmal umgedreht, weil die Bienen ja den hellen Bau bevorzugen für die Ablagerung von Honig. Also es gab da tolle Sachen, das ist dann so eine Einfachimkerei, so vor 1900 zum Beispiel fotografiert in den USA. Also die Auswanderer haben ja nicht nur die Bienen mitgenommen, die haben auch die Art des Imkerns mitgenommen. Die haben ja, als die weißen Siedler aus Europa, Nordamerika besiedelt haben, auch in hohlen Bäumen weiter geimkert. Weil damals hat man hier auch in hohlen Bäumen geimkert. Bis den Leuten, denen der Wald gehörte, das alles zu doof war. Dann haben sie die rausgeschmissen. Ne? Dann war das vorbei. Da Bäume hohl machen und Wipfel abhacken, damit der Sturm die nicht runterbricht und sowas. Das war dann irgendwann vorbei. Ja, und das war dann eine, wie die Förster manchmal heute so sagen, eine Holzproduktionsstätte. Na, und dann hatte man die am Haus in den hohlen Baumstämmen. Und wenn man die dann in den hohlen Stämmen am Haus hatte, da fing das eigentlich an mit einer richtigen Betriebsweise. Und die Menschen wollten wissen, wie ein Bienenvolk funktioniert. Und die reichen Leute haben ihr Geld dafür ausgegeben, um rauszukriegen, wie geht das denn da im Bienenvolk? Was machen die denn den ganzen Tag und Nacht? Und wer legt die Eier? Und was sind denn die dicken Tiere da drin? Ne, was machen die denn? Ja, ist alles lange Zeit ausgekriegt worden. Also im Mittelalter oder danach. Aber wenn so eine Königin ausfliegt und sich mehrfach in unterschiedlichen Drohnen paart, ja, da kommt einem die Kirche auf den Kopf. Also das durfte gar nicht sein. Das ist ja völlig unchristlich. Ja? Also das dann waren so Sachen, die nicht gingen. Oder also mit dieser Mehrfachpaarung. Wir haben ja auch viele geistlich Tätige, wurden ja in ihrem Beruf ausgesetzt. Das ging dem Herrn Referenten Langstroth in den USA ja so und dem Pfarrer Gerstung, der hatte ja auch seinen Ärger damit. Ne? Und solche Sachen. Und
dann mit der Jungfernzeugung. Das waren alles so Sachen. Also hier wurden Leute bezahlt, die auch schreiben konnten, die sich Notizen machen konnten und die einfach bestimmte Aufgaben hatten, das Bienenvolk zu beobachten. Dazu kommt nachher noch das eine oder andere. Und es gab immer schon diese Art Magazinimkerei. Also die ältesten Beschreibungen sind, glaube ich, von 1600 noch was. Da hat ein Ritter Holzmagazine vorgestellt. Aber sowas war nicht so einfach herzustellen. Diese Leute, ob das nun der Herr Pfarrer Christ war mit seinen Magazinen, die hatten alle, die Hauptmasse ihrer Bienen war in Körben. Die haben nur diese Magazine zum Vorzeigen und für die neuen Ideen hatten die das. Aber das war nur, die Zeit war auch noch gar nicht reif dafür. Und so diese Holzmagazine, damals von der da die ersten Literaturangaben gemacht hat, die waren 6 cm stark war das Holz. Und zu der Zeit war Holz kostbar. Wer damals das Imkerbeil an einen Eichbaum gelegt hat, dem wurde die Hand abgehakt. Na, das war nicht. Die Australier, die durften das. Das heißt, es waren die Engländer, die dann bei den Eukalyptusbäumen die Rinder abgehakt haben, einmal Ringbarking gemacht haben, damit der Baum eingeht, ja, damit da mehr grünes Gras wächst, wenn es mal regnet. Wenn es nicht regnet, braucht das Gras den Schatten. Das haben sie dann gemerkt, als die Bäume tot waren. Stehen da heute noch. Eukalyptus vergammelt ja nicht so schnell. Aber hier, das ist dieses ostpreußische Karnitz-Magazin, als Rundmagazin aufgebaut und es gehören immer 3 Aufsätze dazu. Einen erntet der Imker, einen behalten die Bienen als Futter und in einem machen sie am Anfang ihre Wintertrauben. Also für das Bienenvolk 2 und der 3. Aufsatz ist für die Honigernte. Die gibt es ja teilweise noch. Man findet die in Museen, man findet die auf irgendwelchen alten Lehrbienenständen. Leider ist das alles nicht gepflegt und viele von denen sind dann umgebaut mit Rähmchen. Also man hat dann da 8 Rähmchen drin und es gibt höchstens 2 gleiche, weil die alle sind alle schief. Also die sind ja alle den Rundungen angepasst. Und dann haben die Imker da in der Gegend von Soltau zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aus diesen Karnitzkörben, die ja mit der Eisenbahn von Ostpreußen verschickt wurden, man konnte die kaufen im Katalog, sich bestellen und die wurden dann dadurch, dass man den Eisenbahnverkehr hatte, irgendwann um 1904, wenn man da Anschluss hatte, dann konnte man die sich schicken lassen. Ja? Also da, so um 1850 machte man sich ganz starke Gedanken, wie man die Bienenhaltung verindustrialisieren konnte. Mit aller Technik, die da dranhängt. Also diese 120 Waben Horizontalschleudern, das war alles in den 1930er Jahren fertig, auskonstruiert von der Idee her. Und diese Patente haben ja bis vor 20 oder 30 Jahren, haben die ja Patentgebühren bekommen, also die Firma Coffin aus England zum Beispiel. Ja? Und diese Karnitzkörbe herzustellen, die konnten auch in der Form gepresst werden und dann umgenäht werden oder so richtig gebunden werden, war größtenteils Frauenarbeit. Also die hatten ordentlich Mumm. Es sind auch die einzigen, die nach so einer Anleitung arbeiten können. Ich mache ja diese Korbbindekurse. Und so einen kleinen Bienenkorb. Also wenn man das kann, dauert das 3,5 Stunden oder 4 und dann ist er fertig. Ist ja keine Aktion. Und mein erster Korbbindekurs, den habe ich am Landwirtschaftsmuseum Lüneburger Heide in Hösseringen gemacht mit 18 Teilnehmern. Das habe ich nie wieder geschafft. Das waren die Hermannsburger Museumshandwerker. Männer und Frauen. Und wir haben morgens um 8 angefangen, dann habe ich das erklärt. Und nachmittags um 15 Uhr haben wir angefangen zu grillen, da waren alle fertig. Jetzt habe ich nur noch 6 Leute in so einem Lehrgang und ich bin ganz oft bis nach 18 Uhr abends fertig. Also so sieht man, wie die handwerkliche Geschicklichkeit der Menschen einfach nachlässt. Obwohl die kommen da natürlich total motiviert an. Und ich gucke dann rum, Lehrer, aha, Arzt. Oh ja, heute dauert es etwas länger.
Man merkt, ob die Leute handwerklich aktiv sind oder nicht. Und es reicht nicht, das theoretisch zu erfassen. Hier, Frau Emma Logemann in Bremen, die hat noch bis 1933 hat die immer Handelskörbe verkauft. Die waren natürlich oft nicht so wie die von den Korbimkern, wo die ihr meisterliches Können schon anhand der Körbe darstellen. Ne? Also das war, wie der Korb gebaut ist, war immer das Aushängeschild über das Können des damaligen Imkers, zumindest in der Lüneburger Heide. Bei den Holländern gab es leichte Körbe, ihnen ist vielleicht auch der holländische Bietmarkt geläufig, da sind im Internet bei YouTube noch also Filme von 1920 und 1927, wo so reihenweise, also die kleinste Menge ist glaube ich 80 Körbe, ne? Andere sind mit 500 Körben da, die dann nur ihre Bienen verkaufen. In Transportkörben. Das sind die leicht geflochtenen holländischen Körbe, die einigermaßen spitz sind. Da kamen die Händler mit den Pferdewagen rum und dann hat man sich mal da 100 Stück oder so bestellt. Und natürlich nackte Bienenvölker. Ne? Also da gibt es heute keinen einzigen Korbimker mehr. Ne? Da gibt es aber wieder eine kleine Heidefläche. Die wählen da jedes Jahr so eine Heidekönigin. Also wer da scharf drauf ist, irgendwelche Prinzessinnen und Königinnen zu sehen, die keine echten sind, aber ganz gut aussehen, man kann da mitmachen. Das ist eigentlich nur noch ein Fest. Also ist nicht so scharf jetzt hier, aber das ist, so wurde das im Handel angeboten und so wurden halt auch Holzmagazine angeboten mit angenagelten Oberträgern und Deckel. Also es sieht schon sehr ähnlich aus wie das, was der Herr Lambschroth dann am Ende als Einfachbeute hatte. Simplicity Hive nannte er das. Das war das, was dann keine isolierten Wände mehr hatte. Na, hier ist es mit Isolierung, das sind also doppelwandige Beuten und einfachwandige Aufsätze. Hier Körbe mit oben einem Loch und ein Aufsatz, das ist in verschiedenen Regionen sehr verbreitet gewesen. Und man hat natürlich dann, wenn man hier oben den Honig raus hat, auch die Möglichkeit von oben durch das Loch zu füttern. Es ist anders, als wenn man den Korb immer ankippen muss und hier unten die Futterschale. Ne? Bei Kälte kommt man weniger mit den Bienen. Es waren etliche Erfindungen notwendig, damit das überhaupt mit diesem beweglichen Rähmchen fruchtete. Also diese Wabe zu bewegen, das hat den Imkern eigentlich erst eingeleuchtet, nachdem man den Honig auch da ausschleudern konnte. Aber es gab ja schon bewegliche Rähmchen weit früher. Na, und Honig, den man nicht ausschleudern konnte, wie Heidehonig, und dann, also die Korbimker haben denen ja einen Vogel gezeigt. Die haben gesagt, ich muss meinen Honig verkaufen im Winter, ich kann da nicht in der Werkstatt stehen und da ganze Zeit Holzleisten sägen. Gab ja nicht zu kaufen aus Rumänien oder China. Billig. Nein, Holz war sehr teuer. Man war froh, wenn man genug Holz hatte zum Kochen. Teilweise haben sie in Niedersachsen mit Torf geheizt, weil es einfach kein Holz, also weil Holz zu teuer war. Ja. Also, diese Magazinimkerei gab es lange, bevor es bewegliche Waben gab. Und Herr Huber hat so der war so derjenige, der den Anstoß für dieses bewegliche Rädchen gegeben hat. Leider ist er mit 14 Jahren blind geworden, war aber ein reicher Mann und hat sehr viel Geld investiert, um herauszufinden, wie es Bienenvolk funktioniert. Der hat genau den Begabungsflug der Königin beobachten lassen und aufgeschrieben und dergleichen. Na? Nachdem der Swammerdam, ein Holländer, das schon vorher auch schon raus hatte. Aber das ist immer so eine Sache, wenn die Literatur alt ist, dann gilt sie ja nichts mehr. Das war damals genauso wie heute. Obwohl die Sachen, die Beobachtungen damals viel genauer waren als heute. Also der hat diese Rahmenbude, ne? Also diesen sogenannten, das ist ja schon ein Blätterstock eigentlich. Ne? Der hat schon ganz frühzeitig erfunden, aber es waren also in einem Außenrahmen ein Innenrahmen drin. Ja.
die eigentliche Erfindung des Riemchens, also vorher erst hat man mit Oberträgern gegeben, dann mit Oberträgern mit Seitenteilen. Also das nannte sich Riemchen. Und dann mit der Unterleiste. Das war also dann dieses bewegliche Riemchen, in dem die Bienen ihre Waben selber gebaut hat. Das hat hier der Baron von Berdetsch im Prinzip erfunden. Und der wollte, der hat das ja veröffentlicht und der wollte dann in der amerikanischen Bienenzeitung seine Erfindung darstellen. Haben sie ihn nicht gelassen, wie das immer so ist mit Bienenzeitungen. Ne? Muss man selber eine drucken. Die Amerikaner hatten ganz klare Absichten. Als der Herr Langstroth fertig war mit der Entwicklung des beweglichen Riemchens, haben sie das abgedruckt. Aber da war das Wesentliche beim Herrn Langstroth, der hat nie gesagt, er hat das Riemchen erfunden, sondern er hat immer gesagt, er hat nur den Bienenabstand, den richtigen Bienenabstand auspaldovert. Das hat ihm auch gut 2 Jahre gekostet. Und danach hat er versucht, 30 Patente zu halten über verschiedene Bienenwohnungen. Das ging so, das war die Anfangsphase. Ne? Das ging so 15, 20 Jahre und dann hat das alles, also diese ganzen Patente, das war alles Murks, und dann hat er die Einfachbeute und dann hat sie jeder gebaut. Na, also das sehen wir gleich noch so ein bisschen was vor. Ist das der Apfelentwickler auch? Hat er den Apfel getrieben? Das kann gut sein. Der hat auch nicht bis zuletzt geimpft. Er hatte nur eine kurze Phase, wo der imkerlich tätig war, von 30 Jahren oder was, und so wie er angefangen hat, hat er wieder aufgehört. Na? Ah ja, der Prokopowitsch hat vorher schon mit den Riemchen geimpft. Also die ersten Riemchen hatten so Verdickungen oder Aussparungen, sahen die Oberträger sahen immer aus wie so 2 Löffel. Also es gibt noch Riemchen von dem, allerdings in Deutschland habe ich keine gesehen, aber in Amerika, ne? Im Museum, die Engländer, die haben es alle. Hier nicht. Also zwischenzeitlich sind hier schlechte Zeiten gewesen und man braucht immer was, um Ofen anzumachen. Die Riemchen gehen wunderbar. Also hier war der Abstand von 35 mm bis zur nächsten Wabe. Im Honigraum hat man es dann teilweise auch schon dicker gehabt, weil die genau wussten, dass die Bienen im Honigraum gerne dickere Waben bauen und die Zellen nicht die gleiche Größe haben. Also das hat man lange gewusst. Ja, und dann dieser, das wurde nicht unterbunden, das gab es nur in Deutschland. Jeder Imkermeister an jedem Bieneninstitut hat seinen eigenen Kasten entwickelt. Also Hermann, Zukunftsbeute und was es alles gab. In den verschiedensten Ausführungen. Und genauso war es mit den Riemchenmaßen. Oft waren die Riemchenmaße recht klein gehalten. Und auch wenn wir hier irgendwo gucken, wo haben wir das deutsche Normalmaß, das ist dann offensichtlich nicht die Außenmaße, sondern die Innenmaße. Und manchmal wussten die das auch nicht. Und dann gibt es so viele Varianten. Na, aber diese 20 cm haben sie immer irgendwo versucht einzuhalten, weil das war ja oft nicht eine Wabe in der Breite, wie wir das heute kennen, sondern hochkant. Und dann hat man sie auch noch unterteilt. Na, gucken Sie sich mal den Normalmaßkasten an, der da draußen steht, mit 3 Halbriemchen übereinander. Oder 1 Ganzriemchen für den Brutraum und 1 Halbriemchen für den Honig. Na, ja, es wurde dann natürlich über die Leute, die große Wabenmaße hatten, hergezogen. Ja. Also das sind jetzt hier auch Zentimeterangaben. Eigentlich war das war gerade neu mit den Zentimetern. Eigentlich hat man da immer noch in Zoll gerechnet. Deshalb kommen diese Kommastellen da immer. Ne? 0,7, 0,5 ist ja nicht normal. Das kommt wegen dem Zoll. Und das stimmt ja so auch alles gar nicht. Aber, also als der Herr Langstroth seine erste Beute fertig konstruiert hatte, da hatten die Korbimker hier schon den Kasten am Wickel. Haben festgestellt, dass das ohne weiteres so nicht funktioniert, weil sie eben, wie das bei den Amerikanern vielleicht mit den Körben gewesen wäre, nicht wussten, wie man damit richtig umgeht. Also, der Zürzon hat dafür gesorgt, dass die Imker mobilisierten, nachdem eigentlich diese Honigschleuder irgendwie erfunden war. Also das kam erst zum Tragen, wenn man die Waben mehrfach verwenden konnte. Nicht einfach nur so.
Ne? Weil die Wachsernte war auch ganz wichtig. Man hat das Wachs ja, man hat es zum Teil verkaufen können, aber meistens war es so, dass die Imker das Wachs einfach abliefern mussten. Das gehörte denen nicht. Das war ja bis zu Adolfs Zeiten. Man musste das Wachs abliefern. Es war klar, wie viel Trester man bekommt. Man musste Bescheid geben und dann wurde das abgeholt. Man braucht halt Bienenwachs immer für Kriegszwecke. Ja? Können Sie zu den beiden Völkern etwas sagen? Ja, es ist ein Stapelbeute. Hier oben sitzen zwei Völker, hier sitzen zwei Völker und hier unten sitzen zwei Völker. Das ist jetzt nicht ganz original. Eigentlich, das ist auch noch in der Entwicklung. Müssen Sie sich damals so vorstellen wie heute in der Computerbranche. 2 Jahre später hatte man schon wieder was anderes. Das war ein fließender Prozess. Ja. Und man kam dann auf immer mehr Ideen. Ne, hier ist es auch so, dass die nach hier fliegen und die nach da. Das war eigentlich nicht Zürzons Idee. Ne, dann steht dann irgendwo hinten wieder, dass er sich in die Wolle gekriegt hat mit dem Holz. Druckschneider, weil er es falsch gezeichnet hat. Ja? Das steht in vielen Büchern hinten drin, dass das leider nicht geklappt hat, weil die Leute, die diese Arbeit gemacht haben, haben ja keine Ahnung von Bienen gehabt. Die haben dann was gezeichnet, da haben vielleicht aus dem Fenster geguckt. Genau wie im Sachsenspiegel oder so, 1540, die Abbildungen der Bienen in griechischen Beuten, so ähnlich wie die Bienenkiste. Gab es hier gar nicht. Wer hat das gezeichnet? Mönche. Wo kamen die her? Aus Griechenland. Wo zeichneten die? In Sachsen. So einfach ist das. Also gewöhnlich wurden hier oben zwei Völker, hier zwei Völker und da zwei Völker gehalten. Und sie flogen nach rechts und links oder vorne und hinten, damit man hier von der einen Seite stehen konnte. Dort konnte man die Kiste öffnen und das Volk bearbeiten. Und von der anderen Seite genauso. Also hier war dann auch nochmal teilweise getrennt, sodass man entweder von der einen Seite an den Honigraum kam und von der anderen Seite an den Brutraum oder dass man auch ganz durcharbeiten konnte, je nachdem, da war man flexibel. Ja, die erste Erfindung vom Zürzon war halt, hier oben einen Oberträger zu haben und hier oben den Raum freizulassen von 2 Zoll, damit die Bienen einen Willkürbau machen können, wo sie eigentlich Futter einlagern, was man ihnen nicht nehmen darf. Ja? Aber die Entwicklung war ja 10 Jahre weiter oder 15 Jahre weiter und dann hatte man hier eine Holzleiste zusätzlich. Und dann wurde das ein geschlossenes Riemchen. Und dann war man immer noch mit der Zange dabei und zog die Oberträger hier aus diesen Schlitzen. Dann hat man gemerkt, Bienenabstand, dann verschwand hier oben dieser Willkürbau. Dann hat man gemerkt, zweietagig, ja dann brauche ich ja hier zwischen dem Träger und dem Träger 8 mm. Oder wenn es die obere Wabe ist, 5 mm. Und wenn ich dann kam die Erfindung vom Absperrgitter, dann kommt da noch ein Absperrgitter dazwischen und man hat schon eben, dann braucht man nochmal 10 mm Luft. Und dann kam hier um 2 Nuten und dann brach das aus, weil das nicht hält in dem Holz, da reingesägt. Und irgendwann kamen da Metallleisten und dann haben die Bienen wunderbar verkittet und dann kamen Auszugsmöglichkeiten. Also Wahnsinn. Das ist der Herr Zürzon in seinem eigenen Bienengarten und hier sieht man die originalen Stapelbeuten als Foto, nicht als Holzschnitt. Also das kam ja auch auf, dass man dann ab 1900 konnte man ja Fotos machen. Und die Fotos, die verraten alles. Wenn man da genau guckt, die sagen sehr viel. Zeichnerisch kann man das alles anders darstellen. Und das war der Gemüsegarten. Da hat die Familie gelebt. Wenn Sie da mal lesen, vor 1900, wenn das nicht gut lief, dann sind eben 6 Kinder von 12 verhungert. Bei einer Imkerfamilie, die wahnsinnig tolle Erfindungen gemacht hat. Einfach so. Weil der Gemüsegarten es nicht hergab. Kaufen konnte man nicht. Das waren, da hatten die Amerikaner das besser. Die hatten schon Maschinen,
so 1860, 1870. Diese gusseisernen Dinger, die wir auch von den alten Tischlerwerkstätten kennen, mit Transmissionstrieben bis an die Decke. Ja, hier hat man noch keine Dampfmaschine zum Antreiben. Ne? Außerdem war alles viel zu teuer. Da hat man wirklich an der Hobelbank seine Leisten von Hand aufgesägt. Ne? Und auch in Amerika gab es anfangs sehr viele unterschiedliche Wagenmaße. Aber man hat dann so um 1860, 1870, als die Eisenbahn kam, da hat man sich zusammengesetzt, da hat sich der Herr Langstroth mit dem Moses Quimby und dem Charles Dardant getroffen und sie haben eine Oberträgerlänge gemacht. Sie haben alles modifiziert. Es gab und gibt bis heute immer noch Rähmchen, die ganz unterschiedlich in der Höhe sind. Warum? Damit das auf diesen genormten Wagen für die Pferde und in den genormten Wagen der Bahn Waggons entsprechend eingestapelt werden kann. Das war der Grund. Es war nicht die Weinflaschenkiste, die der Charles Dardant aus Frankreich mitgebracht hat. Das war es nicht. Er hatte Weinbau gelernt und hatte in Frankreich nicht Land genug, wo er Wein bauen konnte. Ist dann halt nach Hamilton, Illinois und also, Amerikaner und Wein, das ist da so wie hier vor 40 Jahren deutsche Imker und Magazine. Das kommt jetzt so langsam, aber er war seiner Zeit viel zu weit voraus. Auch Wein ist dort ein Luxusgut gewesen. Also das war nicht einfach, aber er hat das kombiniert, das zeige ich Ihnen dann nachher noch. Das war so die ersten Konstruktionen in der Langstrohbeute. Gucken Sie mal, wie die Rähmchen gebaut sind. Weil die Mittelrand war noch nicht erfunden. Das sind diese V-förmigen Hölzer, damit die Bienen da eine Spitze haben, wo sie den Beginn der selbstgebauten Mittelwand machen. Das ist nicht erst 1850 erfunden worden, dass man diese Waben unten anspitzt. Das haben die Afrikaner, die Nordafrikaner, schon vor 4000 Jahren gekonnt und gewusst und gemacht. Wo haben die das her? Wahrscheinlich auch ganz einfach, steht ja in allen Büchern. Ne? Man kommt nur nicht hinter, weil wenn da so ein Bienenschwarm in so ein Kuh- oder Tigergerippe fliegt und die Rippenbreite genau 35 mm ist von Mittelrippe zu Mittelrippe, dann bauen die Bienen wunderbar dort ihre Waben. Und was haben die Abschreiber sich ausgedacht und daraus gemacht? Honigbienen sind aus sterbenden Kühen entstanden. Also es wurde immer Wert darauf gelegt, die Normalbevölkerung möglichst dumm zu halten. Und dann kann man sie manipulieren. Dann arbeiten die für einen. Und so waren also die ersten Rähmchen. Das hat sich aber dann rasend schnell geändert. Und das waren die Anleitungen zum Sägen. Hier ist das Sägeblatt, hier ist das Brett. Bretter gab es ja schon. Es gab ja schon Holzsägewerke, wo ganze Waldbereiche innerhalb von 20 Jahren mit Dampfmaschinen in Bretter verwandelt wurden und dann war es weg. Und 80 Jahre später hat man sich dann um die Aufforstung gekümmert. Also teilweise ist es noch so in den USA. Also es gibt da eine große Gesellschaft, die heißt Forest Company. Dem gehört der ganze Wald. Also wenn Sie als Imker irgendwo Bienen aufstellen wollen, haben Sie immer mit denen mit der Forst Company zu tun. Die Forst Company hat auch für Richard Adie, da von Florida bis ganz durch Georgia durch tiefe Gräben rechts und links der Highway gemacht, damit er nicht hier 1000 Völker aufstellt und da 1000 Völker, weil er ja zwischendurch irgendwo auch mal abladen muss, wenn er da von Florida 22.000 Völker in die Mandelblüte kommt. Also das waren alles so, sowas finden Sie alles in den Büchern. Und man findet natürlich auch sehr schön hier, dass der Dardant-Kasten, das war ursprünglich das große Brutraumwabenmaß mit den flachen Waben für den Wabenhonig. Und natürlich wurde mit zwei Schieben geimpft. Von Anfang an.
Der Charles Dardant hatte eine Versuchsimkerei von 800 bis 850 Völkern. Das ist jetzt alles Fabrikhalle. Aber früher war das quasi hinterm Haus. Da hat der Vergleiche angestellt, um die Bienenhaltung zu industrialisieren. Was machen wir heute an den Instituten? Also außer für die chemische Industrie machen wir so Testgruppen von 6 Völkern. Läuft noch niemand Standard mit. Und dann werden so Aussagen gemacht. Ja, Bienen mögen große Raben lieber. Aber sowas macht man ja nicht in Deutschland. Und das ist der Landstromkasten daneben. Dafür gibt es auch flache Aufsätze und halbrohe und dreiviertel und ganz flache für Honig zum Schneiden. Das war eigentlich schon immer so. Witzig ist nur, diese Anzeigen in den Zeitungen waren da und die hatten noch nicht mal Gummiräder für die Ochsenkarren. Die haben immer noch Holzräder verkauft. Also die Entwicklung ist so weit zurück, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann so 1880 ging das los mit automatisch arbeitenden Mittelwandmaschinen. Die Firma Dardant hat also richtig Geld verdient mit der Herstellung von Mittelwänden. Aber wo sollte das Wachs für die Mittelwände herkommen? Man musste also erstmal Wachs produzieren, dann konnte man das Wachs dorthin liefern und dann bekam man seine Mittelwände wieder. Also mit diesen Verfälschungen war schon immer ein Problem. Aber diese Maschinen, das sind teilweise Walzen aus Deutschland, wurde so gesagt, das sind die Reed-Maschinen. Da war ein Händler in New York, der diese Reed-Walzen verkauft hat. Und diese Maschinerie lief von 1880 bis 1987 oder so. Dann ist leider Feuer. Und dann waren die kaputt. Und jetzt haben die neuere, moderne Maschinen. Und sie konnten dann, also am Anfang war ja das Problem der Geschwindigkeit. Man muss ja schnell sein mit solchen Maschinen. Na, also da war ursprünglich viel Handarbeit dabei, auch wenn man die Prägung dann eingewalzt hat. Das haute schon hin, aber die Geschwindigkeit beim Schleudern wollte man den Rekord brechen, um unter eine Minute pro Honigwaben zu kommen. Das haben die dann den Rekord gebrochen, vor 1900. Und sie haben vor 1900 das auch hingekriegt, dass sie ein Kilo Mittelwände in einer Minute herstellen konnten. Mit diesen hier abgebildeten Maschinen. Weil ein Mitarbeiter der Firma Dardant noch ein Schneidwerk erfunden hatte. Es fehlte ja alles. Also ist alles nicht so. Hier sehen Sie hier das, der Simplicity Hive von Langstroth als Bausatz. Den dann verschiedene Hersteller und dann auch die Firma Dardant bis heute herstellt und Wagenräder. Ich gehe gerade mal zurück zu dem letzten Bild, oder? Ja. Da sehe ich das gekriegt, dass das der quadratische 12er ist? Nee, der 11er. Der 11er? Den 12er hat Bruder Adam erfunden. Das war eigentlich die Idee von Bruder Adam, damit man den Honigraum genau andersrum raufsetzen kann, weil dann ist man flexibler in der Tracht. Man kann also die Frühtracht deutlich besser ausnutzen. Man muss nicht warten, bis die Völker entsprechend stark sind und den ganzen Brutraum belagern. Also, Bruder Adam wollte immer den quadratischen. Der hat sich damals die von der Firma Dardant natürlich bauen lassen und bestellt. Die sind über den Teich gekommen. Und die haben bei ihm, der erste Satz hat 50 Jahre gehalten. Und dann haben ihm, glaube ich, die deutschen Backfastimker Geld und alles gespendet und dann hat er es einmal erneuert. Als ich 1979 bei Bruder Adam war, da war das alles also quasi kurz nach dem Krieg erst. Also nichts Neues. Er hatte nichts Neues. Er war ja auch nicht neu. Der war ja damals schon alt. Also für mich war der sehr alt. Ist er dann noch ganz alt geworden. Na, also üblicherweise war das ein Elferraum und die Engländer haben mit diesem Elfer weitergeimpft, aber es kam dann aus der Mode, man hat dann eher wieder auf dieses englische Vereinsmaß
zurückgegriffen. Man muss da auch einfach sehen, wenn man so lange im Krieg involviert ist, dann hat die Imkerei und die Zucht und alles und die ganze Entwicklung wahnsinnig drunter gelitten. Das Problem hatten die Amerikaner nicht so in dem Maße, die hatten das alles vorher fertig und die Gegend war ja nicht verwüstet, so wie hier. Hier wurde ja auch Europa im Prinzip mehrfach abgebrannt, das war problematisch. Und die Landstrohbeute hat sich dann hier nicht durchgesetzt, weil dann nach 1933, das waren ja Feinde, also das durfte einfach nicht sein. Da hat dann der Herr Zander sich mit dem Herrn Gerstung gestritten und dann dieses Zandermaß entwickelt. Der war ja treu zur Fahne im Gegensatz zu dem Herrn Armbruster. Der hat alles unbehelligt durchgestanden. Und es gab die Langstrumpfbeute aber auch immer in 8-Riemchen-Format bis heute und 10-Riemchen-Format. Und nur in irgendwelchen Ausländereien zwischenzeitlich mal im 9-Riemchen-Format, weil man glaubte, das muss so eine Mittelfarbe irgendwie geben. Und weil man meinte, die Körbe da bei den Berufsimkern in Niedersachsen hatten auch alle 9-Farben. Dann ist das wohl besser. Also ist halt einfach anders. So dieses 8-Rahmen-Equipment wird vielfach heute noch bei den Leuten geführt, die Bienen produzieren für den Markt. Die Paketbienenerzeuger, die ausschließlich ihre ganze Imkerei nur darauf ausgerichtet haben, Bienenfleisch zu ziehen und vielleicht auch noch Könige. Wobei sich das jetzt ja auch teilweise auftrennt, dass einige sich für die Königinzucht spezialisieren und die anderen rein weg Bienenfleisch machen und vielleicht da noch ein bisschen Besteuerung nebenher. Ja, und als dann diese Kästen da waren und man Schleuderhonig gewinnen konnte, also mit Einsatz der Technik besser arbeiten konnte, da haben die alle umgestellt innerhalb von einem Jahr. Also diese amerikanischen Berufsimker, wie hier, der Walter Kelly, ein ganz berühmte Familie in den USA, die haben dann nachher auch mit Bienen geredet, gehandelt, aber die haben hier von diesem Lockhive, also oder Gams, umgestellt gleich auf das moderne Magazin. Sieht man jetzt hier leider nicht so richtig, weil das nur ein Bildausschnitt ist. Aber die Bienen wurden transferiert. Und das war für die Leute auch gar kein Thema. Das macht man eben einfach so. Da eiert man nicht monatelang rum. Das tun ja hier einige nur, um vom Normalmaß auf Zander zu kommen. Das wäre denen nicht eingefallen. Das ist ein... Die Dauer des Umlogierens ist eine Grundsatzlänge. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ne? Und dann zwischen 1900 und 1920, Frauen tauften auf. Okay. Das war damals dann erlaubt. Ne? Man wollte ja modern sein. Aber dann kam der Erste Weltkrieg und dann war das vorbei. Und dann kam der Zweite, da war es noch mehr vorbei. Und danach wollten die Herren unter sich sein. Ne? Also als ich damals in diesen Imkerverein Meinersen eingetreten bin, 1977, da ist ja gar nichts, habe ich gar nichts gemerkt. Erst als 1979 die erste Frau beitrat, Ilse Gottschall, lebt noch, fährt mit so einem Caddy rum, steht Omas Bienenmobil drauf, haben ihre Enkeltöchter raufgemalt. Die war Landfrauenvorsitzende, war bei dem Verein und nach 2 Jahren war Wahlen. Und da hat die mit Akklamation, das hat der Verein hat ja eine richtige Satzung abgestimmt, und da sagte der alte Otto Trude zu ihr: Ilse, nimm die Hand runter, Frauen haben bei uns kein Wahlrecht. So war das damals. Vielleicht war es nicht die Zeit. Das hat die natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Dann hat sie zu mir gesagt, so, komm Junge, Ingo, du bist der einzigste Moderne. Wir gehen nach Celle zum Amtsgericht und lassen uns die alten Statuten aushändigen. Das muss ja geändert werden. Und dann kriegten wir da vom Gerichtspfleger so ein paar Zettel. Und der sagte dann bei der Übergabe, oh meine Güte, da muss aber einiges erneuert werden.
Und das wurde dann auch gemacht, aber das hat denen nicht gefallen. Ich bin ja dann umgezogen, bin dann im anderen Verein seit 20 Jahren oder was da südlich von Hannover. Und dann sagt doch der Vereinsvorsitzende auf so einem Klönabend, wo ich dann mal da war, sagt er dann zu mir, Mann, überall diese ganzen Frauen immer. Ich sag, ja, ist doch, gehören doch Imkern auch, gehören auch dazu. Ah nee, also früher waren wir beim Klönabend, aber waren wir unter uns. Sag ich so, deine Frau ist doch Mitglied und die ist Schiffführerin, aber nicht an den Klönabenden. Da will ich, dass die zu Hause ist. Naja, mittlerweile ist das alles 13% Frauenanteil in Niedersachsen offiziell und Tendenz steigend. Na, also nicht geschlechtsspezifisch. Und dann kam halt der Mehring mit seiner Mittelwand. Eine ganz wichtige Erfindung, gehörig zu dem Riemchen, sodass die Bienen, dass man die Bienen länger mehr oder weniger zwingen konnte, Arbeiterbau zu bauen, sodass die sich nicht in die Drohnenaufzucht verausgabten und dass die Volksstärken dadurch höher wurden und man eine größere Sammelmannschaft hatte. Und die meisten von uns werden ja wissen, wenn wir viele Drohnen im Volk haben, wie viel Futter die brauchen. Also die Drohnen brauchen gut 2/3 ihres Futters, nachdem sie ausgeschlüpft sind, während sie da im Volk mitleben. Also das ist, viele Völker verausgaben sich. Also die heutige Biene, wenn sie denen das volle Kanne Drohnen ziehen lassen, die sind fix und fertig im Sommer. Das kostet ein Bienenvolk viel Kraft. Ja, und die Honigschleuder, das ist eines der wichtigsten Instrumente für dieses bewegliche Riemchen. Dieser Major Buschka, der hat ja die ersten 10 Jahre keine einzige Schleuder verkauft, das war ein armer Soldat. Hatte wohl eine Kriegsverletzung, der ist nicht mehr in den Krieg gezogen. Und der hat Bauanleitungen gegen Briefmarken verkauft, bis nach Amerika, 10 Jahre lang. Und dann hat er sich mit dem Industriellen zusammengetan und dann haben sie die ersten merkwürdigen Honigschleudern gebaut. Also die ersten Schleudern waren so, aber die er dann mit, also nach der Bauanleitung, die mit dem Industriellen, das waren so ähnlich wie die Busfreistromschleudern, mehrere Modelle hier in der Ausstellung, da dreht sich oben die ganze Kiste mit den Riemchen drin. Also wer da die Finger einmal dran gehabt hat, der hat da keine Lust mehr gehabt zu schleudern. Und später kam dann erst der feste Kessel, wo die Waben innen drin sich drehen. Und damit ich es nicht vergesse, achso, die Entwicklung des Abspeckgitters ist auch noch ganz wichtig. Das gehört alles zusammen. Achso, das ist übrigens aus der Deutschen Bienenzeitung abfotografiert. Haben Sie vorhin das Landschaftsdrehen gesehen? Ja. Die Imker hatten einfach diese Kontakte. Weltweit. Also nicht nur zu den Amerikanern. Die Australier haben ja auch schon geimpft damals. Und die Nordafrikaner. Man hat sich besucht. Der Herr Date, der die Date-Pfeife und das nochmal was Riemchen entwickelt hat, der ist nach Indien. Müssen Sie mal lesen im Buch. Lustige Geschichte. 4 Seiten oder 5. Und hat die riesen Honigbiene versucht mitzubringen. Das hat nicht geklappt, die sind auf dem Schiff aufs Meer geflogen und nicht wiedergekommen und so ein Scheiß. Und die letzten hat er dann da im Sinai an den israelischen Imkerkollegen, die letzte lebende Volk, was er noch auf dem Schiff hat, hat er verschenkt. Das ist er mit leeren Händen hier angekommen. Und er hätte doch so gerne die riesen Honigbiene mit der Einheimischen gekreuzt. Ja, die waren gut drauf. Die waren einfach gut drauf. Also für die damalige Zeit. Ja, das ist dieses Rundstababspeckgitter ist eine deutsche Erfindung. Ne? Das ist von der Firma Neuner. Da sind auch diese Stege so, dass das immer über den Oberträgern ist, dass da keine Gassen verstopft werden. Je nachdem, wie man das drauf hat. Ich glaube, in Deutschland werden vielleicht bei der Firma Herzog noch ein paar Edelstahlabspeckgitter, aber sonst werden in Deutschland, glaube ich, gar keine mehr hergestellt. Ne? Alles zu teuer. Die Maschinen sind verkauft, einige sind pleite. Das Absperrgitter werden in Rumänien und natürlich in China. Erfunden hat so
1865, 1868 ein Pariser Dachdecker, also nee, Dachklempner, der die Dachrinnen mit einem Zinklochblech abgedeckt hat, damit man da in den mehretagigen Häusern nicht jedes Jahr die Dachrinnen reinigen musste. Ein Herr Collin, ich weiß nicht, wie das in Französisch ausgesprochen wird, der hat dieses gestanzte Absperrgitter, das hat vielleicht auch gerade gepasst, das weiß ich nicht. Der ist der Erfinder des Absperrgitters. Und hergestellt hat sie die Firma Valbron in England. Also 100 Jahre lang. Gibt immer noch den Valbron-Preis, weil die haben da richtig Geld verdient. Aber wer der war, weiß gar keiner mehr. Ich habe danach gefragt und E-Mails. Und dann habe ich irgendwo aus so einem nordenglischen Imkerverein, schrieb mir dann so ein alter Knabe, dass er in seinen jungen Jahren, also die Stampfmaschinen hätten 24 Stunden rund um die Uhr gelaufen und die ganze Umgebung, das hätte immer wumm, wumm, wumm gemacht. Die Leute waren alle ziemlich sauer auf den. Die waren froh, als das da aufgehört hat. Und die Amerikaner impfen heute noch mit diesen Absperrgittern. Die gehen ja nicht kaputt, wenn man sie nicht verrosten lässt. Zink verrostet nicht. Ich weiß nur nicht, wo die Rückstände im Honig herkommen. Also manchmal ist es nicht von den Fässern. Das ist so eine Bestell-, also so ein kleiner einseitiger Angebotskatalog. Man konnte also, was man so fertig kaufen konnte, ja, hier die Magazinkörbe konnte man kaufen, einige Utensilien wie Hörstifte, so Haken für irgendwelche Türen, Riemchen, die irgendwie auf Füßen standen, Bienenleitern, die unter irgendwelche Beuten und Körbe kamen, damit die Bienen, weiß ich auch nicht, aber nannte man Bienenleiter. Eigentlich hatte man sowas eher, wenn man den Honig gepresst hat, damit der Rest aus dem Sack dann noch abtropfen kann, Seimleiter. Das Witzigste ist die Erfindung des Deutsch-Normalmaß-Rädchens. Das ist der, leider der Ursprung. Ein Essigfass, in dem 3x6 Rädchen, also übereinander, hochkant, die Rädchenmaße waren eigentlich alle hochkant damals, weil man, wenn man keinen Draht hatte und keine Mittelwand, man brauchte, diese Breite war gefährlich. Die Ware musste ja, wenn die Bienen die selbst gebaut haben, irgendwo angeheftet werden. Ja, damit sie selbst hält. Und dann hat man halt hier einen Steg eingenagelt, dann hat man Furnierholz irgendwie eingelegt, was die Bienen dann überbaut haben. Ich weiß jetzt nicht, was das für Kreuzteile sind. Also Draht ist es nicht. Ja, also wenn Draht, die hatten zwar Draht, aber die haben ja diesen Bienenkasten in Handel gebracht, aus Essigfässern gebaut, weil das viel billiger war als eine normale Beute. Und dann hat er ja, ich hätte beinahe gesagt, gute imkerliche Praxis, so ein Buch geschrieben. Also der gute Herr, der Herr Date, der hat halt dann diese Sachen so verkauft. Der hat sich später mit dem industriellen Team zusammengetan. So, ich meine 1914, 1915, da haben sie in Wolfenbüttel diese Imkereigerätefabrik aufgebaut. Das Pendant dazu war hier in Oldmannstedt die Firma Gerstner. Und die haben das aufgemacht. Und jeder hatte so seine besonderen Sachen. Und das ist aber vor der Zeit, wo das mit der Firma Thies zusammenging. Die Firma Thies hat also erstklassige Hinterbehandlungskästen gebaut. Und die hat auch Bahnwaggons gebaut, wo man auf zwei Seiten Bienenkästen hatte. Oder LKW-Anhänger. Ich habe da noch so einen Werbefilm, der ist irgendwann mal gedreht worden und dann nicht mehr veröffentlicht worden, von 1933 oder 1934. Weil der Thies ist leider verunglückt. Also irgendeiner Mitarbeiter wollte ihn mit dem Fahrrad erschrecken und der hatte schon ein Auto und dann hat er sich totgefahren. Leider dumm gelaufen. Also, und Date gestorben ist, 1913 oder 1914, hat man ihm zu Ehren dieses Rähmchenmaß, was er in dieses doofe Essigfass reingepasst hat, hat man als neues Deutsch-Normalmaß-Rähmchen genommen. Man hätte ja nie geglaubt, dass es so lange hält. Ja,
Ja, der Herr Freudenstein kam dann später, der hatte noch ein kleineres Warenhaus. Die zweimal Freudenstein ist immer noch nicht ganz verdammt. Also es gab alle möglichen Entwicklungen. Das Bieninstitut bekam die ersten 10 Jahre, also von 1927 bis 1937, war die Hauptaufgabe, die Dinge zu prüfen und zu normen. Und wir konnten dann 1938 verkünden, dass wir die Arten der Honigschleudern auf 140 oder 144 Modelle verringert haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also im Normungsausschuss haben wir bis 1978 oder 79 mitgearbeitet und dann kamen die ersten Klagen von Herstellern, weil wir gesagt haben, also das, was du da benutzt, das funktioniert nicht gut, da nimm doch lieber besser das von dem anderen Hersteller und dann hat man einen Rechtsanwalt am Hals. Ja? Und seitdem machen wir das nicht. Seitdem lassen wir die Imker mit dem Imkern und mit dem arbeiten, wo sie Lust zu haben und so. Muss halt sehen. Also das war dann damals schon um 1900 rum, so sah das aus. Man hat also so viele Bienenvölker auf eine Stelle gestellt, wie die Fläche ertragsmäßig tragen konnte. Ne, das schwankte dann mal, 10 Völker mehr, 10 Völker weniger. Es wurde nicht so großartig gewandert. Man hatte ein gewisses Quantum von Völkern an einem Platz, meistens so 60. Das war auch das, was ein Bienenwärter so an Arbeit über die Hauptzeit bewältigen konnte und sollte. Das ist ja auch so geblieben, ne? Auf den Kolchosimkereien, da in den Ostblockländern war das auch so Satz und bei den Korbimkern war es eigentlich auch so, dass man für eine Vollzeitarbeitskraft 60 überwinterte Bienenvölker angesetzt hat. Und bei den Chinesen ist es, glaube ich, immer noch so. Also sie sind vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger in den Zahlen. Also das ist jetzt nicht die äußere Kiste, also das ist jetzt nicht das eigentliche Magazin, sondern das ist nur das äußere Schutzhäuschen. Weil wenn man was aus Holz baut und das ist richtig teuer, dann muss man sehen, dass es jahrelang hält. Also viele der heute gebauten Kästen sind schneller wieder verrottet, als der Baum nachgewachsen ist. Das wäre damals nicht so zum Tragen gekommen. Also Holz war, die Arbeit war viel zu kostbar. Ja, also das ist jetzt 1880 oder so, da hat man hier den Elva-Daban-Kasten, hier den Aufsatz für die Sektionsriemchen, weil dann hatte man diese Hobelmaschinen, die kleine, also ohne Verschnitt konnte man Holzriemchen herstellen, so wie Furnier, ja, nur 2 mm dick. Und die kriegten dann auch Fingerzinken, dann waren 3 Einschnitte, man feuchtete das an, klappte das zusammen und hatte ein Sektionsriemchen für 1 Pfund Honig. Es gibt immer noch die Firma oder der Familienbetrieb da in den USA, Killen heißen die, glaube ich, die bis zum heutigen Tage mit 2000 Völkern etwa nur Wabenhonig herstellen, Sektionsriemchen, seit 120 Jahren. Schon die 4. Generation jetzt am Arbeiten. Aber die sagen auch, damals, zu Großvaters Zeiten, da hatten wir also Trachtmöglichkeit, das war unglaublich, das ist alles weg. Und man braucht eine volle, durchgehende Tracht, die länger dauert als 3 Wochen, um schönen Wabenhonig zu produzieren. Ja, und man kann das nicht vergleichen, wenn ich den Honig schleudern will, dann muss das nicht akkurat gebaut sein. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich kann auch gleich 3 Aufsätze oder was auf einmal aufsetzen, in Erwartung einer Tracht. Zur gleichen Zeit in Deutschland sah das so aus, wie ein Pavillon, nach Zürzons Muster, mit Steg, ohne Steg im Brutraum. Die Schweizer haben das noch ganz schön zum Teil, das ist echt liebevoll, aber das ist halt zwar im Großen aufgezogen, aber das ist nicht verindustrialisiert. Da ist viel zu viel Arbeitseinsatz drin. Ja. Achso, die Bienenflucht gab es eigentlich auch ziemlich von Anfang an. Seitdem es Drahtgase gibt hier, das sind so die ersten Bienenfluchten. Der Herr Porter mit seiner berühmten Bienenflucht kam erst später. Und die ist ja auch bis zum heutigen Tage, wird die hergestellt in Plastik oder auch immer noch in Dosenblech, ist immer ein bisschen störungsanfällig. Weil da sind 2 Federungen drin,
wo die Bienen dann wirklich nicht wieder zurück können. Entwicklung des Rauchapparats, ganz wichtig für die Oberbehandlung, hat sich dann nach ein paar Entwicklungsschritten eigentlich kaum noch verändert. Dieses Patent wurde dann aufgekauft von Ruth, also der hat eine Tochter von Donald geheiratet, meine ich. Das sind die beiden großen Supply-Firmen in den USA, bis zum heutigen Tage. Und der Dadant-Schmoker ist, das ist alles, also, ne? Ja, hier müssen Sie nicht so gucken, das, dazu gehören ein paar Sachen. Sie brauchen zur richtigen Zeit richtig viele Bienen, gute Tracht, die Bienen brauchen Platz. Und der Rest geht von selber, wenn Petrus Ihnen gnädig ist mit dem Wetter. Das Wetter ist das Einzige, worauf Sie als Imker leider keinen wirklichen Einfluss haben. Aber wenn Sie mit richtig vielen Bienen an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit sind, das ist 1920. Was glauben Sie, was 1920 in Deutschland los war? Nein, es gab Magazinimkerei. Mit LKW und Anhänger sind die hier gewandert. Es ist alles eingestampft worden. Dann kamen die Kriege. Na, dann war das. Also, es gab dann die Reichseinheitsbeute. Adolf war Imker und Max Schmeling auch. Die beiden haben Arm in Arm über Bienen philosophiert. Natürlich hat da keiner von beiden selber richtig Hand angelegt. Aber die haben Artikel in den Bienenzeitungen geschrieben. Die kriegten auch immer von der Imkerschaft Geschenke zum 20. April Geburtstag. Großen Korb mit allen Produkten aus dem Bienenvolk. Nochmal zurück, bitte. Also das ist nur der Handgriff für so ein Entdeckungsmesser. Aber das ist der Rauchapparat und da hat er sich dann seit 1930 eigentlich nicht mehr geändert. Ich habe ja noch diese Vulkan oder so. Als ich angefangen habe zu imkern, gab es auch Rauchapparate. Also der Blasebalg war verkehrt rum angebracht. Ich weiß nicht wieso, da in der Vitrine steht auch genau so ein Teil. Die kann man nicht mit normalem Rauchgut betreiben. Also entweder man hat Krülltabak oder man musste für die deutschen Rauchapparate natürlich, wie das, also das ist, musste man Rauchpatronen kaufen. Die waren Salpeter getränkt und dann ging das auch nicht aus. Na? Ich bin als Anfänger überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Ja, ich habe den angekriegt, dann hat er geraucht und wenn ich nicht mehr am Blasebalg geblasen habe, dann ist das Ding ausgegangen. Und wenn die Bienen komisch wurden, war immer der Rauch aus. Das war normal. In den 70er Jahren, wer hatte dann da einen Rauchapparat? Brauchte man doch nicht. Man hatte doch die Bienen nicht offen im Freien. Man saß relativ gut geschützt in so einem Bienenhaus und hat hinten die Tür aufgemacht. Und wenn man nicht gerade Bienen da aus den Mittelmeerinseln hatte, die besonders schick aussahen, dann war man ja auch, wurde man gar nicht gestochen. Die flogen alle an die Scheibe und raus. Nur wenn man diese besonderen, die fliegenden Goldstücke, hatte ich noch in den ersten, im zweiten Jahr meine Bienenzuchtberater da, auch noch im Landkreis Delle, hat der dann zu mir gesagt, ich mache das jetzt auf, holt das nicht in Schleier. Und es waren 4 Meter Platz im Bienenhaus bis zu den Fenstern. Da habe ich gesagt, nee, im Bienenhaus wird man nicht gestochen, also das kann ich mir nicht vorstellen. Die letzten jetzt Stiche kriegte ich auf der Rückfahrt im Auto. Da sind die auch nicht an die Scheibe geflogen. Aber nicht. Er hat gesagt, du willst das so, ich mache jetzt auf. Und die sahen so schön aus. Also so wie Goldklumpen saßen sie an der Scheibe mit ihrem Bauch. Hatte er da von Kreta oder so, hat er sich Königin besorgt. Also die waren wirklich schön. Aber die waren einfach nicht friedlich. Also jedenfalls nicht, wenn man Kasten aufgemacht hat. Und wenn man in so einem Bienenhaus so einen Rauchapparat verwendet, ne, dann ist man, also da kommt man mit Lungenembolie ins Krankenhaus. Da kann man nur ein bisschen Rauch verwenden. Na, aber im Freien, das ist jetzt ja nur der Anzündemodus und die Berufsimker in den USA machen ja immer so einen Wettbewerb. Also wer länger als eine Minute braucht, bis das Ding richtig geht, der hat verloren. Und wenn das Ding nach einer Viertelstunde
tot ist und nicht mehr raucht, kriegt er auch keinen ersten Preis. Ich habe da leider mal mitgemacht, ich habe gar keinen Preis gewonnen. Ich wollte ja auch so einen kupfernen Rauchapparat kriegen von der Firma Dalland, aber haben die dann gesagt, du kriegst keinen, wir stellen auch keinen mehr her, besorgt dir einen aus Norwegen oder Finnland, da gibt es noch welche. Wiederholt sich irgendwas halt. Die Imkerei dehnte sich natürlich dann in den USA und auch in den anderen Ländern, auch in Nordafrika, sehr modern aus. Hier hatten wir mit Nachkriegsproblemen zu tun. Und wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, wenn da sowas stand, dann wurde ja auch immer geklaut oder geerntet. Ne? Das ist da natürlich in Kalifornien oder Colorado, da wohnt ja kein Mensch. Da kann man die alle so aufstellen, einzeln. Jetzt stehen so die Paletten, aber früher waren die so einzeln. Damit man mit zwei Leuten, jeder steht auf einer Seite, haben den Bienen professionell arbeiten kann. Oder eine Assembly-Line machen kann, dass man also die ganze Reihe, einer geht vorweg, macht die Deckel runter, einer raucht sie ein, der nächste macht den nächsten Arbeitsschritt, entweder nimmt er die Räume auseinander oder sucht die Königin raus oder was. Und so arbeitet man im Team mit 6 oder 8 Leuten. Muss natürlich jeder wissen, was er machen muss. Hier ist die Hütte. Da wurden dann immer die Striche gemacht für die Honigfässer beim Schleudern. Also da war im Winter das ganze Material drin, weil man kam ja hier nur mit dem Pferdewagen hin und oder später mit dem Auto. Und das blieb eigentlich alles mehr oder weniger da. Und man transportierte hier dann die Schleuder dahin und hat da dann vor Ort geschleudert und hat dann das Schwere erstmal da gelassen und hat seine anderen Gegenstände abgearbeitet. Ja, in Deutschland war dann das angesagt. Also das ist noch so ein Karnitz-Magazin. Das ist das Zeller-Magazin. Und das hatten, glaube ich, die Westfalen. Also nach dem Kriege, das ist der Vorläufer von der Segeberger Kundschaftbeute. Da, mit solchen Kästen habe ich angefangen zu imkern. Das waren meine Magazine. Das haben mir die Imker übel genommen. Was haben sie zu mir gesagt? Zigeuner-Imker. Weil die hatten oben eine Wanderlüftung und unten, ich konnte die aufladen, auch mein Fahrradanhänger, und einfach so dahin fahren und einzeln aufstellen. Die haben das gemeinschaftlich organisiert. Die haben dann hinten die Klappe runtergemacht, die Isolierung rausgenommen, für Lüftung gesorgt, vorne die Klappe zugemacht, vorne Lüftung aufgemacht und dann mit dem Viehwagen ist der ganze Verein gewandert. Und dann durfte ich mit der Gemeinschaft da am Raps stehen. Und dann ist geerntet. Die auch nicht so. Als ich das erste Mal mit meinen Bienen und Vatern im Renault nach Fehmarn gewandert bin, noch eine Schaltafel hinten auf der Ladeklappe ging nicht zu, mussten ja 6 Völker reinpassen, da bin ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Auf Fehmarn, der Raps wurde so hoch. Und jede Woche haben die einen Honigraum voll gemacht. Das war noch in den 70er Jahren. Also, da war Ende im Gelände. Wir hatten auch gar keine. Wir hatten schon überlegt, den Honig in die Badewanne zu füllen. Hier die Gerstungbeute. Das ist im Prinzip ein genaues Abbild der Landstrohbeute zu der Zeit. Einfachwandig. Gut, da ist so ein komischer Honigraumaufsatz drauf für andere Rähmchen, weil die Rähmchen müssen ja in die Honigschleuder passen. Und wenn man dann schon so ein Okolyt gebaut hat oder gekauft hat, dann die Technik muss passen. Ist man aber flexibel. Ja, also gut warm Rähmchen muss man ja nicht unbedingt in Schleuder. Wenn man die Schleuder groß genug hat, dann kann man. Ja. Es gab dann auch Magazine, also man ging davon aus, der Gerstung hatte ja dieses große Wabenmaß ähnlich dem Sardant. Ne, dass in schwierigen Zeiten die Bienentraube eine Kugel ist und zusätzlich eben diesen Raum braucht, entweder darüber oder dahinter. Und damit man den Bienen den Honig abbringen kann und der Honig haltbar ist und gut reif wird, ist es günstiger, den Honig oben drauf zu haben. Ja. Also, weiß nicht, wer war das, der mich mit dem Seifen, mit dem Hängekorb angesprochen hat? Das hier, das fehlt zum größten Teil bei diesem Hängekorb. Man müsste also da für den Sommer vielleicht zusätzlich Raum schaffen. Aber weil die Götter, die haben Honigbienen gemacht und nicht nur, ja, also wenn man ein schlechter Imker ist, ist es ganz einfach, sage ich den Leuten immer jetzt in den Anfängerkursen.
Also wenn Sie den Bienenvölker nicht in Ordnung haben, dann brauchen Sie keinen Honig ernten. Da sind die zu schwach. Sie brauchen auch keine Ableger machen. Sie brauchen auch keine Angst haben, dass sie schwärmen. Sie können einen Liegestuhl nehmen, sich daneben setzen. Es fliegen auch nicht so viele. Es ist keine Massentierhaltung. Mir macht das nicht so einen Spaß. Ich hätte gerne zu der Zeit, wo die Bienen sich gut versorgen können, und das müssen sie einmal im Jahr, finde ich, brauchen sie auch diesen zusätzlichen Platz, um sich zu verproviantieren. Es geht mir gar nicht um den Honig, weil wenn ich mal Rentner bin, hoffe ich, dass ich denen nicht immer den Honig klauen muss. Dass, vielleicht kriegt man ja als Rentner ein bisschen Rente und kann sich das Leben leichter machen. Ne, hoffe ich zumindest. Dann macht man die Imkerei nur noch zum Spaß. Und dann werde ich nur noch mal in meinen Körben und in meinem Mini-Plus-Magazin nehmen können. Da kann ich gut leben. Also mehr als 5 Kilo ist da nicht. Außerdem kann ich sie immer noch vermehren wie die Ratten und den anderen, den beiden Königinnen verkaufen. Das war so die typische Gerste und Beute. Ne, mit dem Seitennischenflugloch. Sie glauben gar nicht, was die sich allein, also um die Rädchen haben sie sich ja schon gestritten, wenn sie die Leipziger Wien-Zeitung lesen, da würden sie heute für den Knast kommen, wenn man sowas bei den Kollegen herzieht. Klar. Ne? Aber auch über die Fluglöcher, manches hat ja seine Berechtigung und seine Vor- und Nachteile, aber da haben sie auch überhergezogen und die haben ja auch alle Namen gehabt, das heißt Seitennischenflugloch. Also kann man auch noch verkleinern, damit die Luftzufuhr im Winter, das ist also und so weiter. Gut, dass Sie nicht schon die heutige Messtechnik gehabt haben, da hinten da Thermometer eingebaut. Ja, und dann entsprechend das Flugloch größer oder enger. Und das, was der Pfarrer Gerstung, also der Betrieb Gerstung am besten verkauft hat, waren diese Dinger. Für die Strohaufliegematten, in den Löcher Waren- und Futteraufsätze. Also diese Futterballons, das war eine ganz große Nummer dann, als die Zuckerfütterung aufkam. Weil das war dann räubereifrei. Sie glauben ja nicht, was sie erleben, wenn sie ausschließlich mit Honig füttern müssen. Ne? Und dann in so Jahren wie diesen, wo keine Sommertracht ist, also bei uns in Niedersachsen war das ganz mau, vielleicht war es ja hier ein bisschen besser, aber das mit der Räuberei, das ist echt eine Plage. Da kann man froh sein, wenn man nur 5 Völker am Stand hat. Wenn sie da 50 haben, das gibt Mord und Totschlag. Da sind immer welche dabei, die es nicht überstehen. Und Gerst und Lagerbeute, das war quasi so der Vorläufer, so ähnlich wie das Dardant-Magazin, was ja hier nicht sein durfte. Selbst der Charles Dardant hatte ja in Frankreich Veröffentlichungsverbot, weil er war ja ein Abtrünniger. Er ist ja einfach abgehauen in die neue Welt und hat sich da ein feines Leben aufgebaut. Das war denen nicht genehm. Was haben die gemacht? Die Franzosen sind da anders. Flugblätter gedruckt mit der Bauanleitung für den Dardant-Kasten. Ja, deshalb haben die Franzosen, und die haben sich ja dann mit den Italienern und die Italiener mit den Rumänen verbündet, deshalb haben die das alte Maß. Und dann gab es noch den Schweizer, den Herrn Blatt, der das dann nochmal geändert hat, die Schweizer Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob es dann wahrscheinlich anders, wenn man auf 800 Meter Höhe ist. Also da kommt, ja, in den Gebieten, wo man durchgängig kalten Winter hat, braucht man eine hohe Wabe. Da braucht man nicht die Breite. Das ist wichtig für die Überwinterung von Bienenvölkern. Also, wenn Sie in Notzeiten imkern, dann sind so Kleinigkeiten manchmal entscheidend, ob Sie Ihren Bestand gut durchkriegen oder nicht. Kommt doch jetzt nicht mehr drauf an. Mann, ich stelle die Zuckertüte neben das Bienenvolk, das überlebt immer, wenn ich nur die Milben im Griff habe. Ist doch gar kein Thema, wenn ich das ganze Jahr nichts ernte. Sie sind doch wie der Patient am Tropf. Also, das kann man doch nicht vergleichen mit vor 1920. Also das ist schon nach 1920, da hatte ich mit Professor Koch in Celle, war der erste Institutsleiter. Ja, und da gab es auch noch diese Imkerschule in Segeberg. Und der Typ war dann auch noch aktiv im Deutschen Imkerbund. Der hat das alles weit vorangebracht. Hieß er weiß ich jetzt nicht mehr den Namen. Aber so sah das aus in den Zeitungen. Das hatten wir schon. Diesen Zucker, den gab es am Anfang nicht. Also
Solchen weißen Zucker gab es nur in Zuckerhüten von Übersee. Musste man beim Kolonialwarenhändler kaufen, 1910. War aber teurer als Honig. Also hat man nur für die Kuchen. Also die erste Zuckerfabrik in Norddeutschland, in Uelzen, das war, das ging auch schon 1884 los. Na? Weil, und das war auch der Grund, warum der Major Ruschka eigentlich die Honigschleuder erfunden hatte. Weil er die Kristalle aus dem kristallisierten Honig wollte er trennen von dem noch flüssigen, um das als Zucker zu verkaufen. Da hätte man nämlich richtig Geld für gekriegt. Hat er nicht geklappt. Also das war dann zu viel. Aber dieses Braune, die Melasse, das ist dem Bienen nicht zuträglich. Und das wird heute in den Verfahren halt rausgewaschen. Mit Zentrifugen, wo ähnlich viel bei der Honigsteuer. Also dieser ganze Prozess im Zucker ist eine feine Sache. Und jetzt sind die Zuckerqualitäten auch so, dass man die Bienen wirklich bedenkenlos füttern kann. Jetzt haben wir mittlerweile Zuckerbienen, die gar nicht mehr auf Waldhonig oder Heidehonig überwintern können. Ne? Früher tot. In den meisten Fällen. Also der Max Kunsch, der hat jährlich 200 Kilo Luxusfrüchte, in dem Fall Süßkirschen gekauft, um daraus einen Saft zu kochen, einen Fruchtdicksaft, um seine Bienen zusätzlich zu füttern im Winter. Also wenn Sie sowas heute machen, da ist Weihnachten der Kasten leer und alles vollgekackt. Also das waren schon andere Zeiten, andere Bienen. Man kann das einfach nicht so ohne weiteres vergleichen. Na, hier, da ging das dann auch in den Honigeimern, das ist ja auch eine späte Geschichte. Man konnte ja mit dem Schleuderhonig erst verkaufsfähig werden, wenn man das auch transportieren konnte. Natürlich wurde der erste Presshonig in Eichenfässern verschifft. Niedersachsen war ein Honigexportland. Der kam in 8 Zentner kühl und dann in Hamburg in den Hafen und dann landete der in Nordamerika. Und dann kam die Wende. 1900 war die Wende. 1904, gucken Sie mal in den Zeitungen, da sind diese kleinen Anzeigen, obwohl Kalifornien erst 1880 mit Bienen besiedelt wurde, war 1904, waren da Anzeigen, kaufen Sie den goldgelben Honig aus Kalifornien. Und ein bisschen später kam der Herr Langnese, trat auf den Plan. Am Anfang war das so ein Hausierer, ne? Von Haustür zu Haustür und hat diesen goldgelben Honig aus Kalifornien feilgeboten. Der hat was draus gemacht. Der Deutsche Imkerbund war ja auch schon da. Dann. Wir wissen, wie weit die gekommen sind und wie weit Langnese gekommen ist. Also man muss es ja nicht so weit kommen lassen, aber... ja, es gab dann verschiedene Futtereinrichtungen hier. Das ist dieser berühmte Millerfieder, ähnlich dem, den heutigen Fütterungsmethoden oder... Bruder Adam hat ja sowas ähnliches, nur dass die Bienen hier nicht auf dem Rost schwimmen mussten, sondern dass sie direkt unter der Haube waren und da das Futter abgenommen hatten. Also das kam dann alles mit der Zuckerfütterung später auf. Und der Herr Miller, übrigens auch ein ganz interessanter Typ, Lehrer gewesen und hat zur Hochzeit zwei Bienenvölker geschenkt gekriegt. Und nachdem er das dann einigermaßen gut hingekriegt hat und die Bienen nicht mehr im Keller überwinterte, sondern draußen, hat er dann irgendwann seinen Lehrerjob an den Nagel gehangen und hat dann mit 300 Bienenvölkern angefangen, die Familie zu versorgen, weil das lukrativer war als der Lehrerjob. Aber er hat dieses Buch geschrieben, 50 Years Among the Bees. Also sehr interessant. Und Sie kennen ja More Than Honey, den Film. Der Typ da, das ist der Enkel. Ne? Und wenn Sie den da, da ist irgendwo, müsste so eine Filmsequenz in seinem Büro sein. Da steht das Buch im Regal. Der weiß das alles. Der hat sich natürlich auch geärgert. Aber früher hatten die das aus einer Liebe heraus entwickelt und dann dafür gesorgt, dass es denen möglichst gut ging.
Und in den letzten 10, 15 Jahren scheinen die Amerikaner von irgendwas befallen zu sein. Die müssen ganz schnell zu Geld kommen. Es ist immer, also ich bin ja öfter mal zu Besuch und man hat so das Gefühl, dass sie denken, morgen ist es zu Ende. Ja, das ist ganz, ganz komische Stimmung da. Und hier sehen Sie, wie diese Langstrohkästen wurden ja auch mit der Bahn transportiert, genauso wie hier die Bienenkörbe mit der Bahn transportiert worden sind. In diesen Viehwaggons. Das hat man dann alles zerstört, weil die haben ja erst diese Bienen-Sonderzüge für die Bienen eingesetzt und dann nachher, um die Leute in die Konzentrationslager zu fahren. Das waren genau die gleichen Züge. Deshalb ist da nichts mehr von übrig und deshalb können Sie da mit keinem Imker da in Bergwelsen oder so drüber sprechen, von denen, die da noch leben. Die sind ja noch nicht alle tot. Und in Amerika, auch ohne Schienen, die ersten Kraftfahrzeuge kamen auf hier, einer, der so ein zerlegbares Schleuderhaus hatte und auch Lohnschleuder für andere Imker übernommen hat. Also das war sehr früh. Ja, also wer heute so einen Wagen hätte, der wäre Millionär. Und dann die schlechten Wachsqualitäten. Also Erdöl kam viel später auf den Plan als das Bienenwachs, aber es wurde auch nicht mit Paraffin gemischt, sondern manchmal waren die Wachsqualitäten durch diese dauerhafte Kochung und Wiederbenutzung und das Letzte, was man rausholte aus dem Trester, war saumäßig. Und dann hält das nicht. Vor allem, wenn man nicht auf befestigten Straßen fährt. Das war bei den US-Amerikanern ganz lange so. Die haben erst 1986 ihre Interstate-Highway-Netze wirklich fertig gehabt, dass man da ohne Schlaglöcher fahren konnte, weitestgehend. Vorher war auch die Wanderbewegung in den USA nicht groß. Vorher hat man überwiegend Standimkerei gemacht und ist so in der Gegend rumgefahren. Das glauben Sie, wie neidisch die waren. Ich bin ja da in 1980 rüber auf die Alarmstufe gesagt, Adolf Hitler und die Autobahnen, ihr habt das toll. Ich dachte, ihr habt da eine Meise. Ihr habt da auch alles verbaut hier. Na? Also alles ein bisschen komisch. Also einige Sachen haben sich davon bewährt, aber diese Entwicklung mit den Mittelwänden und dem Wachs, die ist ja so weit gegangen, dass teilweise heute Plastikfarben eingesetzt werden und Schleudern, die eine höhere Geschwindigkeit fahren, sodass man die Entdeckung sparen kann. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich durchsetzt, aber da ist teilweise eine eigenartige Entwicklung und es ist auch so, dass ja wir von Nordamerika momentan keinen Honig einführen, außer so ein paar Sondersachen, Tupelo und sowas. Das wird dann hier als Sonderhonig eingeführt und wird auch kontrolliert. Aber der Rest, erstens wegen der gentechnisch veränderten Pflanzen, also Kanada hat 80% gentechnisch veränderten Raps. Und in den USA haben wir das gleiche Antibiotika-Problem, was wir vor Jahren mit den Chinesen hatten. Na? Deshalb können die den chinesischen Honig bei sich auch gar nicht raushalten. Das ist ein nachkoloriertes Bild. Das ist also einer der Dadan-Brüder und das ist der Weinstock. Zu jedem Bienenkasten gehört so ein Rebstock als Schattenspender. Ist halt so, wenn man eigentlich Weinbauer ist, ne? Und dann auf Imkerei macht. Aber er hat das wirklich gut gemacht. Ne? Und also bis heute sieht man diese Fütterungsmöglichkeit durch Flugloch. Bis heute gibt es diese Sitzschemel. Die sehen Sie am ehesten bei den Leuten, die Königinnen in großen Stil produzieren. Da hat man immer diesen Stuhl und wandert von Begattungskästchen zu Begattungskästchen. Das zwei oder vier Abteile kann man zwei bis vier Könige rausfangen, wenn es gut geht. Und das macht man halt den ganzen Tag. Und das ist schön, wenn man sich hinsetzt und unterm Arsch ist auch immer kühl, weil wenn da 40 Grad im Schatten sind, dann müssen die Königinnen wenigstens zwei Stunden irgendwo zu liegen kommen, wo sie nicht überhitzen. Was passiert, wenn Königinnen überhitzen? Hat Pfarrer Gerstung gute Tests gemacht. Sie werden drohnenrötig. Und eigentlich sollen die guten Nester so aussehen. Das ist auch das Übliche, wie es früher war, weil Mittelwände so teuer waren. Wurden die Brutwaben entsprechend alt. 10 Jahre.
hat man zu meiner Anfängerzeit gesagt. Und wenn man die Abbildungen in den alten Bienenzeitungen sieht, dann hat man das Gefühl, sie sind älter. Ich habe dann Anfang der 80er Jahre im kanadischen Berufsimkereibetrieb gearbeitet mit 3000 Völkern. Da waren die Waben genauso alt wie der Betrieb und teilweise älter, weil da kam noch was aus der Imkerei vom Vater. Der hatte auch 4000 Völker in seinen guten Jahren. Und da habe ich Waben ausgeschmolzen, da habe ich immer Mecker gekriegt. Aber erstens, weil ich die Oberträger sauber gekratzt habe und zweitens, weil ich dann alles aussortiert habe und hatten einen Wachsschmelzbetrieb über den Winter. Und dann war er ziemlich angepisst, der Chef, und sagte, du bist der Erste hier, der so was macht. Und man kriegt ja nicht viel Wachs aus so einer alten Wabe raus. Und es bleibt alles in den Freunden. Und auch keine gute Wachsqualität. Aber teilweise waren da noch Aluminiummittelwände oder sowas drin. Ne? Also ganz merkwürdig. Es gab die neuesten Erfindungen. Achso, im Bienenzuchtberater, so Leute wie ich, ne, die kann man bis heute noch nicht leiden, weil wenn die dann irgendwie Völker kontrollieren und eine Krankheit finden und ein bisschen rummeckern, dann wird das giftiger. Ja, damit bin ich eigentlich durch. Ich weiß nicht, ich habe ja immer noch genug Material, falls Sie noch Lust haben, weiterzumachen. Im Prinzip war es das. Also ich habe noch so ein bisschen Werbung. Weil es gab ja so Begebenheiten, ne, das ist auch so in den 1930er Jahren, da kosteten die Königin noch 2 Dollar, dementsprechend war es hier. Ich habe von 1927 noch eine Anzeige von dem Betrieb, den ich da öfter besuche. 60 Cent eine Königin. Da war der ganz beleidigt, dass ich die Seite kopiert habe, mitgebracht habe. Ist ja alles dokumentiert. Aber hier steht mal dabei, dass sich eine gute Königin eher bezahlt macht, als dass sie kostet. Ist halt nicht so einfach, die Dinger einfach so zu kaufen. Also richtig gute Königin, verlassen kann man sich nicht immer auf das Gekaufte. Manchmal muss man das selber machen. Und dann diese Versandkäfige. Ne? 80 Tage unterwegs bis nach Sydney. Königin hat überlebt. Der Marlon Cage. Ja, und in der Art und Weise waren ja die Käfige bei dem Korbimkern auch. Man hatte halt ein erhöhtes Begleitbienenpotenzial. Und das sind dann die Leute, die sich auf Königin spezialisieren. Die haben dann 12 oder 16 solcher Aufstellplätze zur Vergattung der Königin, Nummer 2 drin und stehen so 1500 Kistchen auf dem Platz. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das war's dann. Beispiel über das Bieneninstitut in Celle. Jetzt bekommt der kompetent Auskunft. Also ich bin da nur Mitarbeiter. Ich arbeite eigentlich gar nicht für den. Nein, gut, vielleicht wollte das auch lieber ungefähr auch erklären. Also nochmal recht herzlichen Dank. Jetzt machen wir Mittagspause bis 14 Uhr.